Vielen Dank für die Präsentation und für die Einladung. Ich versuche, eine Brücke jetzt auch zu bauen zu den Veranstaltungen, also zu den Vorträgen am Vormittag in meinen Reisefilmen. Und eine Brücke zu den Fotografien, die nach mir präsentiert werden. In ihren Reisefilmen hat Ulrike Oettinger seit Mitte der 1980er Jahre ein exklusives Publikum nach China, in die Mongolei, nach Südkorea, Japan, Osteuropa und andere Regionen geführt. Die langen, auf Kunstausstellungen gezeigten und als DVD auch käuflich erhältlichen Filme und Videos stehen in der Tradition des dokumentarischen und ethnografischen Films. Ihr Beitrag zur Geschichte, Anthropologie und Länderkunde wurde von Fachleuten, Historikern und Ethnografen eingehend gewürdigt. Zugleich kann man aber auch nachverfolgen, wie Oettinger die Regeln einer faktografischen Erzähltradition immer mehr durchbricht, indem sie fiktionale Passagen wie literarischen Erzählungen oder gar Theaterstücke einbringt. In ihrem ersten Reisefilm China, die Künste der Alltag 1985, wird man als Zuschauerin 270 Minuten lang durch Straßen und Märkte, Werkstätten und Läden in der Hauptstadt Beijing sowie über Felder und Dörfer in den Provinzen Sichuan und Yunnan geführt, ohne dass die Filmemacherin oder eine Kommentatorin, etwa als Stimme aus dem Off, ein Wort über das postmaoistische China verlieren würde. Vielmehr lässt sie durch lange Einstellungen sinnliche Geräuscheffekte und die Blicke auf Gegenstände und Speisen, die in ihrer Materialität präsent gemacht werden, die Betrachtenden langsam in fremde Umgebung eintauchen. Umgeben ist man dabei überall von der ideografischen Schrift, die zu lesen man als Zuschauerin in der Regel nicht vermag. Zudem folgt die Kamera einer gesamten Theatervorstellung in der Peking-Oper, ohne dass die Zuschauenden ein einziges Wort der Dialoge verstehen würden. Nur ganz ausnahmsweise liefert Oettinger eine Übersetzung oder fügt einen Zwischentitel ein. Dabei ergreift sie nicht selbst das Wort, um sich als Vermittlerin einzuschalten. Das fremde Land wird einem nicht näher gebracht, vielmehr wird man selbst ganz nah an das Leben dort herangeführt. Man kommt in China an und begreift, wie wenig man über das Land weiß. In Taiga bringt uns Oettinger zu den Nomaden in der Mongolei, wo wir aus nächster Nähe Zeuginnen der schamanistischen Rituale und des Abhängigkeitsverhältnisses des Menschen von den Tieren werden, ohne dass die Nähe zur Natur dabei romantisch verklärt wäre. Obwohl hier Gespräche mit Menschen geführt und auch übersetzt werden, ist der Film bei weitem keine klassische Dokumentation, in der eine Sprecherin aus dem Off das Land als Kulturübersetzerin für unser okulozentrisches Blickregime aufbereiten und näherbringen würde. Oettinger ruft vielmehr unmittelbare Präsenzeffekte hervor, ohne die Narrative der fremden Kultur durch ein vermittelndes Metanarrativ zu überwölben. Ihre Reisebilder regen zur Reflexion und zu weiterführenden Lektüre an. In späteren Filmen spielen Stimmen aus dem Off eine immer größere Rolle, jedoch nicht so, wie man sie vom klassischen Dokumentarfilm erwarten würde. In der sechsstündigen Videodokumentation Südostpassage, eine Reise zu den neuen weißen Flecken auf der Landkarte Europas 2002, die über mehrere Stationen in Osteuropa nach Odessa und Istanbul führt, unterlegt Oettinger ihre dokumentarischen Aufnahmen mit gesprochenen Texten sowie literarischen Erzählungen und Mythen. Gleiches gilt zuletzt für die zwölfstündige Filmfolge Camisos Schatten, eine Filmreise zur
Beringsee 2016, in der wir von Alaska bis zur Halbinsel Kamtschatka geführt werden. Nun werden auch grafische und fotografische Informationen aus früheren Reiseberichten, Atlanten und so weiter einmontiert. Im Film Unter Schnee 2011 gehen schöne dokumentarische Aufnahmen der japanischen Provinz Echigo unmittelbar in eindringliche Bilder einer Vorstellung des Kabuki-Theaters über, durch die eine Erzählung der frühen Edo-Zeit in die als Bühne dienende schneebedeckte Landschaft geholt wird. In ihren Spielfilmen folgt Oettinger ebenfalls ihrem Muster, geht nun aber von der fiktionalen Erzählung aus und montiert in diese dokumentarische Einlagen, die starke Realitätseffekte hervorrufen. Im Film Johanna Dark of Mongolia, in dem eine Gesellschaft exzentrischer Reisender unterschiedlicher ethnischer Herkunft aus verschiedenen Epochen auf eine Reise in der als Zeitkapsel fungierenden transsibirischen und transmongolischen Eisenbahn begleitet wird, montiert sie beispielsweise dokumentarische Aufnahmen einzelner sowjetischen Haltestellen ein. Am Ziel angekommen, verschmilzt das dokumentarisch-ethnografische Bild der Mongolei untrennbar mit der theatralischer Inszenierung. Die imaginäre Geografie, zugleich auch die Sehnsucht der Reisenden nach neuen Rollen in der fremden Umgebung, die uns auch in Reiseberichten begegnen, bestimmen nun immer mehr das Sujet des Films. Die Reise endet in einem orientalischen Märchen, wo Protagonistinnen in neue emanzipatorische Lebensrollen schlüpfen. Ähnlich werden im Spielfilm 12 Stühle über die frühe bolschewistische Epoche am Schwarzen Meer dokumentarische Aufnahmen von Straßen und Märkten aus dem gegenwärtigen Odessa hineinmontiert. Nun stellt man sich die Frage, in welchem Verhältnis stehen das Dokumentarische und das Imaginäre zueinander? Wie werden die Welt des Faktischen und des Nicht-Faktischen miteinander verknüpft? Welche Funktion erfüllen die Übergänge zwischen den beiden? Und wie verhalten sich der gesprochene Text und kinematografische Bilder, die diesen nicht illustrieren, zueinander? Ulrike Oettingers letzter autobiografischer Film Paris Calligramme von 2019 ist eine Art filmisches Manifest, das uns dabei helfen kann, hierauf eine Antwort zu finden. Also ich möchte von diesem Film ausgehen als eine Urszene und zu späteren Filmen weiter zu gelangen. Hier geht es nicht nur um eine Rückkehr der Künstlerin an die Erinnerungsorte in Pariser Zeit. Darüber hinaus werden auch Einblicke in ihre künstlerischen Anfänge gegeben. Die autobiografische Zeitreise in der Zeit wird aus einer doppelten Perspektive erzählt. Nämlich, ich zitiere, aus der Perspektive einer sehr jungen Künstlerin, an die ich mich erinnere, mit der Erfahrung einer älteren Künstlerin, die ich heute bin. Durch den retrospektiven Blick auf ihr früheres Schaffen werden Elemente hervorgehoben, die später zu Oettingers übergreifenden künstlerischen Strategien avancierten. Die Entdeckung der impulsgebenden Pariser Kultur beginnt für Ulrike Oettinger nicht auf dem Weg entlang eines Boulevards oder beim Betrachten von Gemälden in einem Museum, vielmehr in einem Antiquariat Librairie Calligramme in der Rue de Dragon im 6. Arrondissement. Es gehörte einem ausgewanderten deutschen Buchhändler jüdischer Herkunft, Fritz Picard, der wie Oettinger aus Konstanz stammt. Diese Buchhandlung war nach Apollinaires Bildgedichten benannt.
Dort machte sich die junge Künstlerin mit den Werken deutscher, deutsch-jüdischer und französischer Schriftstellerinnen und Künstlerinnen verschiedener Generationen vertraut. Das Schaufenster zierten Werke von Alfred Jarry, Else Laske-Schüler, Gertrude Stein, Walter Mehring, Franz Jung, Bertolt Brecht, Picasso, Ossip Zadkin und andere Größen. Im Laden selbst wurde ein Album aufbewahrt, in das sich namhafte Besucherinnen wie Max Ernst, die Künstlerin der École de Paris, Walter Mehring, hier mit einem Kalligramm auch vertreten, Paul Celan und andere mit einer Widmung an Picard eintrugen, jeweils mit ein paar Zeilen, einer Zeichnung oder einem Autograph in Form eines Kalligramms. Auch Ulrike Oettinger fügte dem Album eine Radierung hinzu und darin griff sie Motive aus der jüdischen Ikonografie auf, die sie, wie auch in einem anderen Werk dieser Schaffensperiode, mit dem auf Hebräisch geschriebenen Titel Fragen präsentierte. Als Kalligramm bezeichnet man allgemein ein Bildgedicht bzw. ein Schriftbild, in dem der Text in die Form eines Bildes übergeht, wie in Apollinaires Gedicht Salomon, dont je suis la langue éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. Hallo Welt, deren redegewandte Zunge, ich bin, die ihr Mund au Paris wieder und wieder den Deutschen hinausstrecken wird. Mit diesem Kalligramm in Form eines Eiffelturms eröffnet Oettinger die Buchpublikation, die als Begleitveröffentlichung zu ihrem gleichnamigen Film und der zugehörigen gleichlautenden Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt erschien. Bei dieser Form der Intermedialität des Mit- und Ineinander von Text und Bild ist es kaum möglich, sie gleich zu lesen und zu betrachten. Entweder blickt man auf eine simultan räumliche Form des Schriftbildes oder man liest den Text linear sukzessiv Wort für Wort. Michel Foucault, der in seiner Schrift Ceci n'est pas un pip, dies ist keine Pfeife von 1972, das gleichnamige rätselhafte Bildwerk des Surrealisten René Magritte als Kalligramm deutete, hob die Ambivalenz der Zeichensysteme hervor. Ich zitiere: Sobald man zu lesen beginnt, löst sich die Form auf. Ist ein Wort erkannt, ein Satz verstanden, so verflüchtigen sich auch alle anderen grafischen Zeichen mitsamt der sichtbaren Fülle der Form und lassen nur die lineare, sukzessive Abfolge des Sinns übrig. In Kalligramm sieht Foucault daher die ältesten Gegensätze unserer alphabetischen Zivilisation überspielt, zeigen und nennen, abbilden und sagen, reproduzieren und artikulieren, nachahmen und bezeichnen, schauen und lesen. Während ihrer Pariser Zeit ließ sich Ulrike Oettinger zweimal so fotografieren, dass kalligrammatische, wie ich sie nennen möchte, Selbstporträts entstanden sind. So posierte sie von einem ihrer früher Pop-Art-Werke, dem Basel-Bild-Relief mit der Darstellung Allen Ginsbergs, und zwar so, dass ihr Kopf in der Mitte der leeren Sprechblase erschien. Der Underground-Schriftsteller Ginsberg ist durch sein vielschichtiges Gedicht Hole, das Geheul über den Zustand der Nachkriegsgeneration zwischen Wahn und Erleuchtung in die Geschichte eingegangen. In der Sprechblase ist Oettinger mit einer runden Sonnenbrille zu sehen. Betrachtet man das Porträt als Kalligramm, kann man den Text Ginsbergs in der Blase imaginieren, der nun von einem weiteren Gedicht überdeckt wird, nämlich Apollinaires Brillenkalligramm an einen Künstlerfreund, von dem er sagt, il a contemplé les foules et il en a exprimé la vie
par le moyen de quelques hombres humains. Er hat Menschenmenge betrachtet und ihr Leben durch einige menschliche Schatten zum Ausdruck gebracht. Das Werk des Freundes, so Apollinaire, könnte man mit dem eines Dramatikers vergleichen, was hier auch für Oettinger gilt. On pourrait le comparer au l'art du dramaturge. Das Selbstporträt schmückt die Titelseite ihres Buches Paris Calligramme. Das Wort, ach ja, das hätte ich früher schon zeigen müssen, das Wort Paris löst sich dabei in einer geschwungenen Linie auf. Die Anfangsbuchstaben O in Oettingers Nachnamen bläst sich beinahe zu einer Sprechblase oder wie ein Kaugummi auf, auch ein beliebtes Motiv ihrer frühen Werke. In einem weiteren fotografischen Selbstporträt aus ihrer Pariser Zeit steht Oettinger hinter einem von ihr angefertigten Bildrelief Les femmes tronques, les gens sous l'eau, die Frau als Stamm oder als Baustumpf, die Beine unter Wasser, auf dem ein Herz und der weibliche Intimbereich zu sehen sind, beide von Ratten umgeben, die sich davon ernähren. Mitten im Herz erscheint in hellem Rosa eine blutende Ratte. Um sie herum haben sich schwarze und gepunktete Ratten versammelt, die sich von der austretenden Flüssigkeit ernähren. Ihre Hand legt Oettinger auf dem Foto, genau an dieser Stelle auf das Herz, als würde ihr Finger in die Wunde stößen oder aber ihr eigenes Blut auf den Torso, die femme tronque, fließen. Auch dieses Porträt steht auf mehreren Ebenen einen Bezug zu Apollinaires Kalligrammen her. So tritt es in einen Dialog mit dem Gedicht Flèche Saignant, blutender Pfeil, das der französische Dichter seiner Geliebten Lou widmete. Jetzt weiter. Der Hut, den Oettinger auf dem Foto trägt, erinnert an ein weiteres Gedicht für Lou, in dem es heißt Reconnais-toi, cette adorable personne, c'est toi. Sous le grand chapeau canotier, œil, nez, ta bouche, voici l'ovale de ta figure. Erkenne dich selbst, dieser liebenswerte Mensch bist du. Unter dem großen Canotier-Hut, Auge, Nase, dein Mund, schau auf das Oval deines Gesichts oder hier das Oval deines Gesichts. Ulrike Oettingers kalligrammatische Selbstporträt, Porträts, die einen Bezug zu Apollinaires Gedichten herstellen, bilden zum einen dazu ein fotografisch-malerisches Pendant, das eine mehrfache multimediale Lesart in Gang setzt. Zum anderen können sie auch als transkulturelles Kalligramm jener Kulturen gelesen werden, welche in der Librairie Kalligramm aufeinandertreten. In Kalligramm treten zwei medial unterschiedliche Lesarten miteinander in den Dialog. Und Oettinger erweitert es zu einem Dialog der Kulturen. Wie sie in Paris Calligramme resümiert, kann man die eigene Kultur am besten verstehen, wenn man sie vom Standpunkt einer anderen aus betrachtet. Nach ihrer Rückkehr aus Paris setzt die Künstlerin diesen Dialog zunächst in Zwiegespräch mit der Andersartigkeit innerhalb der eigenen Kultur fort und in einer nächsten Phase in der Begegnung mit fremden Kulturen im Dialog mit dem Unbekannten. Dabei dialogisieren auch die gesprochenen Texte und die langgezogenen filmischen Bilder miteinander.
Die Begegnungen ermöglichen so mehrfache Lese- und Betrachtungsprozesse, die verschiedene faktische und fiktionale Quellen eingebunden werden, von Reise- und Presseberichten über ethnografische und literarische Studien bis hin zu Kunstwerken, Fotografien und Illustrationen. In Oettingers Reisefilmen durchquert man nicht nur Landschaften, sondern auch Literatur und Bildkulturen derjenigen, die in den jeweiligen Ländern leben oder gelebt und in ihnen dabei ihre Geschichte und sich dabei in ihre Geschichte und Kultur eingeschrieben haben. Oettinger macht sozusagen die Erlebnisse und Schicksale sichtbar, die sich Städten und Landschaften wie ein Palimpsest zunächst oft verborgen eingeprägt haben. Länder und Menschen erscheinen in kaleidoskopischen oder wandelbaren Fixierbildern, ohne in diesen stillgelegt und darin sozusagen festgehalten zu werden. In Kalligramm werden daher nicht nur die Anfänge von Oettingers inter- bzw. transmedialer Verflechtung verschiedener Kulturen greifbar. Vielmehr liegen darin auch die Anfänge jener transkulturellen Blicke, zu denen sie nicht nur durch ihre Filme, sondern auch in ihren Ausstellungen und Buchpublikationen einlädt. Genau, alles zu spät, aber macht nichts. Sie kennen das ja alles. Das macht ja auch Oettinger, sie bleibt mal, geht zurück, greift vor und ich glaube, dass dann der Vortrag dieser Ästhetik auch voll entspricht. Neben Apollinaire ist der französische Ethnologe und Schriftsteller Victor Segalen ein wichtiger Bezugspunkt. Er besuchte China in den Jahren 1909 bis 14 und 1917 und setzte sich dabei intensiv mit der chinesischen ideografischen Schrift auseinander. Ihre Zeichen kann man gleichfalls als Kalligramme betrachten. Auch er lässt Reales und Imaginäres einander begegnen, wobei beide nicht in binäre Opposition treten, sondern wie bei Oettinger eine Kultur aus verschiedenen Blickwinkeln lesbar machen. Ein Beispiel dafür sind seine Epigramme Stelen, die er Paul Claudel widmete, der auch eine lange Zeit in China als Diplomat verbrachte. Sie sind der chinesischen Dichtung, Philosophie und Schriftkultur verpflichtet. Auf solche Stelen, die Wege markierten und zugleich als Ausgangspunkt für gedankliche Bewegungen dienen, nimmt Oettinger mehrmals Bezug. In ihrem Film Paris Kalligramm zitiert sie das Epigramm Ratschläge an den guten Reisenden, Conseil au bon voyageur, das sich hierfür eigenhändig abgeschrieben hat. Dort gibt Segalen dem Aufbrechenden Ratschläge, wie er seine Wege wählen soll. Wie au bout de la route, et route prolongeant la vie. Ne choisis donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre bien alterné. Statt am Ende der Straße und Straße, welche die Stadt verlängert, entscheide dich nicht für die eine und gegen die andere, sondern für die eine und die andere im richtigen Wechsel. Diesem Ratschlag folgt Oettinger, wen sie zwischen Kunst und Alltag, zwischen fiktionalen, imaginär-fiktionalen und dokumentarischen hin und her wandert. Es gibt viel mehr als nur einen Weg, der zum Ziel führt, wie sie in ihren Filmen resümiert. Eine Stele, die sie in der Mongolei fand, eröffnet auch ihr Buch über die Nomaden in der Taiga. Liest man das gesamte Epigramm Segalens, erkennt man, wie sehr Oettinger diesem Ratschlag folgt. Man soll sowohl über Berge als auch Ebenen reisen, dabei Klang und Schweigen miteinander verbinden, sich nicht von solchen Tugenden blenden lassen, die keine sind, damit man schließlich zum Strudel im großen Fluss der Verschiedenheiten gelangen könnte. In
Oettingers Reisenfilmen wird nicht nur ein kalligrammatischer Wahrnehmungs- und Bewegungsprozess in Gang gesetzt und dabei in die Temporalität des Films übertragen. Darüber hinaus werden an zentralen Stellen auch filmische Kalligramme realisiert. In ihrem letzten Film Camissos Schatten begibt sie sich auf die Spuren des dänischen Seefahrers und russischen Marineoffiziers Vitus Bering, der 1733 bis 1741 im russischen Dienst die Meerenge zwischen Amerika und Asien durchquerte. Beschrieben hat die Reise der deutsche Arzt, Naturforscher und Ethnologe Georg Wilhelm Steller, ein beigeordnetes Mitglied der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften. Anders als Bering selbst äußerte er sich jedoch oft kritisch über den Umgang mit der indigenen Bevölkerung und die maßlose Abschlachtung von Tieren durch Abenteurer, vor allem von Seeottern, deren Pelze hohe Preise erzielten. Oettinger folgt auf ihrem Seeweg von Alaska über die Insel Kodiak und die Aleuten, die sämtlich bis 1867 zu Russland gehörten, dann weiter nach Kamtschatka und Tschukotka auf weitere Reisenden, darunter Alexander von Humboldt. Ihr Kronzeuge bleibt aber Adalbert von Camisso, der 1815 bis 18 wiederum im russischen Auftrag die Region erforschte. Neben seinen Reisebeschreibungen greift Oettinger in ihrem Film auch Camissos, hier noch ein paar Bilder aus dem Film, greift sie auch Camissos Erzählung Peter Schlemils wundersame Geschichte auf, die der Schriftsteller und Naturforscher bereits 1813 vor seiner Weltreise verfasst hat. Bekanntlich handelt diese vom Verkauf des Schattens an den Teufel, welcher in einem Seehafen zustande kam, als Schlemil für einen Augenblick vom Reichtum geblendet und leicht zu verführen war. Der Verlust seines Schattens machte den Helden trotz seines Reichtums jedoch zu einem Ausgestoßenen, der sich immer wieder auf Wanderschaften begeben musste, sobald nämlich jemand seinem Geheimnis auf die Spur gekommen war. Erst nach vielen Jahren nahm sein Leben eine Wendung, als er auf seinen wundersamen, nie leer werdenden Geldbeutel verzichtete, vorher aber für sein letztes Geld ein paar ausgetretene Stiefel kaufte. Sie erweisen sich als jene Siebenmeilenstiefel, die ihn in wenigen Schritten überall hin, auch zum Beringmeer, führten. In der Geschichte lässt Camisso Schlemil einfühlsam die Landschaft im äußersten Norden beschreiben, die er bis dahin selbst nur aus Reiseberichten kannte. Ich zitiere: Die Luft war sehr kalt. Ich sah mich um. Der Wald war hinter mir verschwunden. Ich machte noch einige Schritte und um mich herrschte die Stille des Todes. Unabsehbar dehnte sich das Eis, worauf ich stand und worauf ein dichter Nebel schwer ruhte. Die Sonne stand blutig am Rande des Horizonts. Die Kälte war unerträglich. Ich wusste nicht, wie mir geschehen war. Der erstarrende Frost zwang mich, meine Schritte zu beschleunigen. Ich vernahm nur das Gebrause fremder Gewässer, ein Schritt und ich war am Eisufer eines Ozeans. Unzählbare Herden von Seehunden stürzten sich vor mir rauschend in die Flut. Etwas später fügt er hinzu: Ich schritt langsam und vorsichtig von Gipfel zu Gipfel, bald über flammende Vulkane, bald über beschneite Kuppeln, oft mit Mühe atmend. Ich erreichte den Eliasberg und ich sprang über die Beringstraße nach Asien. Oettinger fügt ihrem Film eine spätere Illustration zu dieser Erzählung ein. Sie zeigt den Augenblick, als Peter Schlemil auf einen Eisbären trifft.
eine Begegnung, die auch in seinem Reisetagebuch beschrieben wird. Jetzt aber zu der Erzählung zurück. Ich zitiere: Als ich einst auf Nordlands Küsten Flechten und Algen sammelte, trat mir unversehens um die Ecke eines Felsens ein Eisbär entgegen. Ich wollte nach weggeworfenen Pantoffeln auf eine gegenüberliegende Insel treten, zu der mir ein dazwischen aus den Wellen hervorragender nackter Felsen Übergang bahnte. Ich trat mit einem Fuß auf den Felsen fest auf und stürzte auf der anderen Seite in das Meer, weil mir unbemerkt der Pantoffel an anderem Fuß haften geblieben war. Diesen Sturz ins eiskalte Wasser, auf den eine schlimme Erkrankung Schlemels folgt, imaginiert Oettinger in den schäumenden Wellen des Beringmeers. Auf dieser Verortung des Textes beruht der Titel des Films, Camissos Schatten. Das kalligraphische Muster der schäumenden Wellen ähnelt dabei wie ein Formenreihen der Buch ist Illustration des sich vom Körper ablösenden Schattens Peter Schlemels. So fasst Oettinger Bild und Text, Dokumentarisches und Fiktionales, Leben und Kunst zusammen. Ein filmisches Telegramm. Zugleich verdichtet sich die Reiseerfahrung zu einer Reflexion über Entdeckungsreisen und ihre Folgen. Man wird nicht nur an den Schiffbruch Berings erinnert, der ebenfalls nach seinem Sturz ins Wasser erkrankte und bald danach starb, sondern auch an die Schattenseiten solcher Forschungsreisen, auf die stets die koloniale Ausbeutung folgte. Eine solche Reise in die Fremde zwingt auch dazu, sich der dunklen Seite der eigenen Zivilisation zu stellen. Dem kalligrammatischen Prinzip folgten auch theatralische Inszenierungen in anderen Reisefilmen Oettingers, so zum Beispiel die Bilder mit der Aufführung von Valentin Katajews in das Exemplar 1926 im Stil des expressiven jüdischen Theaters in Odessa, zu sehen in Film Südostpassage oder die Szene aus einem Kabuki-Theaterstück über die unmögliche Liebe einer Fuchsfrau, die zum Leitfaden von Oettingers Film über den Norden Japans unter Schnee werden. Beide Theaterszenen kondensieren, ja karikieren die Geschichtserfahrung der jeweiligen Kultur und machen sich dabei zu einer beweglichen Bildformel. Die Urszene dieses Verfahrens findet sich im Paris Kalligramm, und zwar in der Aufführung des Stücks Le Paravent von Jean Genet im Theater de l'Odéon. Während des Algerienkriegs wurde das Stück als chiffrierte Kritik des Kolonialismus aufgefasst und löste einen Skandal aus. In der Maskenhaftigkeit der überzeichneten orientalischen Gesichter, aus denen jegliche Humanität verschwunden war, entdeckte Oettinger das wahre Gesicht der Algerier, das Bild ihrer menschenunwürdigen Existenz in Frankreich. Ulrike Oettingers Kalligrammen sind Kippfiguren zwischen Schrift und Bild, zwischen Fakt und Fiktion, mit denen zugleich Kontinuität und Diskontinuität zwischen Kulturen inszeniert werden. Indem sie weit in die Geschichte zurückgreift und Künftiges vorwegnimmt, verlässt sie dabei die Chronologien einer teleologischen Geschichte. Als chiffrierte Fragmente von Kulturen und Landschaften bleiben sie stets deutungsfrei, offen und wandelbar. In diesen filmischen Kalligrammen finden Fragmente immer wieder neu zusammen und lösen sich auf. Nichts wird im Geschriebenen festgelegt. Das Schreiben und Kombinieren, Montieren der Bilder soll immer in einer Engfügung, aber nicht als festgelegt nacherlebt. Im Film Südostpassage spricht aus dem Off immer wieder der Schriftsteller Josef Roth, dessen Lebensweg aus Lemberg über Österreich und Deutschland und schließlich
nach Paris führte. Und hier sei ihm das letzte Wort überlassen, als sozusagen Fortschreibung von den Zitaten in den Filmen von Ulrike Oettinger. Und damit möchte ich dann auch abschließen. Es ist eine große Vermessenheit, Städte beschreiben zu wollen. Städte haben viele Gesichter, viele Launen, tausend Richtungen, bunte Ziele, düstere Geheimnisse, heitere Geheimnisse. Städte verbergen viel und offenbaren viel. Jedes eine Einheit, jede eine Vielheit. Jeder hat mehr Zeit als ein Berichterstatter, als ein Mensch, als eine Gruppe, als eine Nation. Die Städte überleben Völker, denen sie ihre Existenz verdanken, und Sprachen, in denen ihre Baumeister sich verständigt haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Tanja Zimmermann, für diesen sehr schönen Beitrag. Wir haben ja die Reisen davor immer mal ein bisschen angetippt. Hier wurden sie zusammengeführt. Und auch ein Motiv, was wir davor schon mal so ein bisschen gestreift hatten, war, wie weit sich Text eigentlich in die Bilder einschreibt. Und ich hätte gleich eine Rückfrage, weil Oettinger ist unglaublich belesen. Sie zitiert diese Personen, eben Chamisso und so weiter. Wir haben sie mit im Ohr und wir sehen dazu die Bilder, wie diese Orte heute aussehen, also wie weit sie durch diese literarischen Quellen vielleicht anders gelesen wurden oder wie weit die sich eingeschrieben haben. Sie haben Ihren Vortrag aber begonnen, und das ist mir so ein bisschen im Ohr hängen geblieben, mit den Filmen, beispielsweise dem China-Film, wo wir O-Töne hören, die wir gar nicht verstehen. Können. Und das heißt, es gibt ja neben dieser literarischen Tradition auch eine orale Tradition, die nicht verschriftlicht ist und die in das Bild eingeschrieben wird, ohne dass wir sie entschlüsseln können. Genau. Also was ist da sozusagen, wie interpretieren Sie das? Ich würde sagen, der Ton ist natürlich auch wichtig. Ich habe mich jetzt aus Angst vor einer Präsentation über Streaming dagegen entschieden, Filmausschnitte zu zeigen, und habe natürlich den Ton völlig zensiert. Aber ihn auch mit meinem Akzent wiederum reingebracht, aus einer Kultur in die andere zu schauen und in die dritte. Also der Ton nimmt genauso eine Rolle dabei. Also gerade, ich glaube, dass wir den Ton nicht nur als Ton, sondern auch als Rhythmus wiederum und wieder strukturierendes Element auffassen müssen. Auch ihr Interesse für die ethnografische, für fremde Kulturen geht immer mit diesem Ton zusammen. Das ist dann auch auf eine Art sozusagen wie ein oraler Epos noch parallel zu diesen filmischen Epen, die sie über fremde Kulturen macht, zu verstehen. So natürlich auch noch ein wichtiges Element. Weil Sie auch sagten, das Kalligramm in dem Moment, in dem ich es entschlüssele, verliert es eigentlich seine Form. Und es ist dieses Brausen des Windes ist da im Hintergrund, wenn man auf dieses Bild von Chamisso schaut, und Brausen auch in dem Text von Chamisso. Und dieses erste Bild ist dann so, dass man wirklich sich voll diesem Wind ausgesetzt fühlt. Ja, gibt es Fragen, Kommentare? Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich fand das sehr erhellend, das Kalligrammatische auf die frühen Arbeiten zu beziehen. Und ich habe jetzt nochmal, vielleicht habe ich es einfach nicht genau verstanden, vielleicht kann ich es mal erklären. Bei Chamisso Schatten, da taucht ja Schrift nicht unbedingt im Bild auf. Es gibt diese starken Erzählebenen über die Bilder, und natürlich verschränken sich die Erzähltexte, das Gehörte mit den Bildern. Ist das für Sie jetzt auch eine kalligrammatische Struktur? Oder weil unbedingt. Weil also das Schriftliche ja nicht. Also ich würde sagen, das kann man auch als Schrift sehen. Also das hat mich, als ich diese Wellen gesehen habe mit dem Schaum, hat mich sehr auf die Zeichen, die sie sonst untersucht, ideografische Zeichen erinnert. Und also Chamisso und Schlemihl beschreiben ja auch diese Weltreisen, und so, dass ich das auch durchaus so lese. Also es kommt ja Text, dann kommt Landschaft, fiktionaler Text, Reisebeschreibung, und natürlich ist das in einem Narrativ sozusagen mit filmischen Bildern, sonst müsste sie ja Überblendung machen, und da wir nicht in den 20er Jahren sind, ist das nicht so attraktiv, sondern es ist natürlich ein Nacheinander, aber man darf sie nicht vergessen, so wie man immer wieder, wenn man ihre Filme analysiert, man muss Bücher in die Hand nehmen.
jemand, man muss in die Ausstellung gehen, und ich würde sehr gerne in ihre Arbeitsbücher reinschauen, um diese Spur zu verfolgen. Also es ist wirklich eine detektivische Arbeit, diese Spurensuche oder archäologische, kann man sagen, dass man sich an diese Texte so annähert und vielleicht auch mal überinterpretiert, das ist ja auch möglich, aber da wären diese Arbeitstexte auf jeden Arbeitsbücher auf jeden Fall sehr interessant, um das zu rekonstruieren. Ja. Man kann sie nicht nur als reine Filmemacherin, sondern man muss sie als Künstlerin, also mit einschließlich diese frühe Phase, als eine unglaubliche Kennerin an Literatur zusammen betrachten. Also ein Gesamtkunstwerk und nicht eine dieser Kunstformen. Okay, danke. Ja, aber ich finde auch genau dieses Element, wie weit, wann ist Schriftzeichen, wann ist Bildzeichen und wann ist eben das Orale sozusagen eigentlich eine Visualisierung oder eine Transformierung der Schrift. Also diese Schnittstellen sozusagen finde ich extrem interessant. Ich lasse meinen Blick schweifen, ob vielleicht online, also wie gesagt, Sie können sich gerne über die Q&A, ja hier, machst du das? Ich habe noch mal eine Frage, Tanja, zur Ikonografie und zu dem Herzen mit den Ratten. Und da musste ich natürlich an Malevich denken. Ja, statt der russischen Ikone hängt das viereckige Quadrat. Ja. Und das ist ja, scheint mir, und da kommen wir auch noch mal auf die Panz zurück, das ist ja eigentlich eine ziemlich schräge Umbesetzung eigentlich von zwei christlichen Ikonen, also einmal nämlich, dass der Thomas den Finger in die Wunde legt, und das andere Mal, dass Christus uns mit seinem Herzblut ernährt, aber jetzt kriegen die Ratten das Herzblut, also das ist ja irgendwie eine ganz, dieses, wie soll man das sagen, ich würde nicht sagen blasphemisch, aber dieses irgendwie merkwürdige, panartige Umbesetzung der ikonografischer Gesten. Wie würdest du das interpretieren? Ja, es ist eine, würde ich sagen, heretische Religion gelegentlich, was sie mit diesen Bildern macht, also mit dem Herz und dem Fall. Es ist natürlich, kommt ja auch in der christlichen Ikonografie vor, in der antiken Mythologie natürlich immer wieder das Element oder auf Votivbildern und so weiter. Also das ist das, was zusammenkommt. Und dann sind diese surrealistischen Raten, die dazu kommen. Und ich muss dann denken vielleicht also an alle anderen Surrealistinnen, die zum Beispiel die Weiblichkeit oder die nicht konventionelle Weiblichkeit als Hyäne, als Ratte und ähnlich dargestellt haben. Ich würde sagen, sie erschafft dann eine eigene Ikonografie, so wie da sie in ein Beispiel ihres Films gezeigt haben, wie viel da auch Religiöses, ne, in vollem Ornat dazukommt und in eine profane Umgebung das wieder zusammenstellt. Und ich würde sagen, bei dieser Ikonografie ist das auch sehr ähnlich. Also dass diese mythische, religiöse und popkulturelle natürlich Elemente zusammenkommen. Gut, ich schaue noch mal rum. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Sonst würde ich sagen, vielen Dank an Tanja Zimmermann. Wir haben dann wieder noch mal eine Pause, in der wir auch in kleinen Runden immer noch mal vertiefen können. Dankeschön für den Vortrag. Ja, Dankeschön.